So, meine lieben Freunde des gepflegten Handpan-Spielens, heute möchte ich mal ganz kurz eingehen auf eine Entwicklung, die ich in letzter Zeit häufiger beobachte, und zwar, dass die Handpans sozusagen mit immer mehr Tönen bestückt werden, was toll ist, was aber in puncto Groove auch genauso gut eigentlich ein großes Hindernis sein kann. Das Thema heißt Groove. Groove entsteht im Grunde genommen nicht dadurch, dass ich maximal Auswahl an Tönen habe, die ich bedienen kann und die in etwas einbinde, was wirklich cool klingt, sondern Groove entsteht auch beispielsweise nur dadurch, dass ich relativ wenige Töne benutze. Ja, Beispiel. Ja, also ich habe jetzt beispielsweise im Prinzip insgesamt 5 Töne benutzt, um hier was zu spielen. Und warum das schon irgendwie cool klingt, erfahrt ihr, wenn ihr bei mir in der Groovepraxis mal vorbeischaut oder einen Kurs bucht. Ja, das heißt, wir gehen zurück auf die Basics. Wir gehen dahin zurück, was ihr erstmal haben müsst, bevor ihr anfangen könnt, viele Töne in ein Groove-Pattern einzubauen. Das haben viele, glaube ich, nicht verstanden. Und das ist auch der Grund, warum viele nicht wirklich klarkommen damit, ihr Spiel, zum Beispiel jetzt auf der Handpan, zu verbessern. Ja, also zunächst mal alles zurück auf Anfang, reduziert spielen, Beispiel Schlagzeug. Ich kann mich gut erinnern, als ich angefangen habe zu spielen und hatte ein paar Idole und das waren riesengroße Schlagzeuge mit ganz, ganz vielen Toms und weiß der Geier was. Also erstens waren die schwer zu schleppen, praxisuntauglich, wenn man als Amateur irgendwo spielen will. Und am Ende des Tages, nach einer gewissen Zeit, hat sich alles reduziert aufs Wesentliche. Eine Bassdrum, eine Snare, eine Hi-Hat, fertig. Dasselbe Prinzip gilt im Grunde auch für die Pan. Ja, benutzt erstmal wenig und lernt euch selber zu animieren, einen coolen Groove zu legen. Und dann fangt an, Patterns daraus zu machen. Klingt kompliziert, ist es gar nicht. Ich empfehle euch nochmal einen Blick in meine YouTube-Videos, Tutorials, insbesondere Handpan. Schaut da mal gerne rein. Und wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt sie in die Kommentare. Helft euch gerne. Solltet ihr aus dem Raum Dortmund und Umgebung kommen, schaut auch einfach vorbei. Vielleicht habt ihr Lust, hier mal an einem Workshop teilzunehmen oder auch Unterricht zu machen. Diese Pan ist halt ein ganz, ganz tolles Instrument. Insbesondere nicht nur wegen des Grooves, sondern auch wegen der Klänge. Deswegen habe ich auch keine klassische rhythmische Schule, sondern meine Schule heißt Groove-Praxis, weil für mich ist Trommeln auch ein Beitrag zur Gesundheit. Und ich würde mich freuen, euch vielleicht mal hier begrüßen zu dürfen. Stay groovy, euer Markus. Tschüss.